Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste und vor allen Dingen auch liebe Frau Haratischvili, an erster Stelle möchte ich Ihnen allen jetzt nochmal ein frohes neues Jahr wünschen, denn in dieser Konstellation haben wir uns sicherlich dieses Jahr noch nicht gesehen. Ich wünsche Ihnen ganz von Herzen erstens Gesundheit, zum Zweiten aber auch viele glückliche Stunden in diesem Jahr und drittens alles das, was Sie sich ansonsten an guten Dingen vorgenommen haben, mögen sich auch erfüllen. Ich freue mich an dieser Stelle auch sehr, gemeinsam mit Ihnen Gast zu sein bei dieser 22. Vorlesung unserer Poetikdozentur. Die Poetikdozentur ist ja eine Gemeinschaftsveranstaltung zwischen der Stadt Wiesbaden und unserer Hochschule Rhein-Main und inzwischen schon gute Tradition. Deshalb herzlich willkommen, Frau Haratischvili. Wir freuen uns sehr auf diese zweite Vorlesung im Rahmen der aktuellen Poetikdozentur. Die erste war schon sehr kurzweilig und interessant und hat uns viele Einblicke in Ihr Leben ermöglicht. Leider mussten wir dieses Mal kurzfristig umschwenken auf das digitale Format, aber in diesen Zeiten, naja, ich brauche nicht mehr viel dazu zu sagen, aber vielleicht sehen wir es doch einfach mal positiv. So hat zumindest jeder von uns heute Abend die Möglichkeit, die Vorlesung ohne Maske zu genießen und eventuell sogar mit einem Getränk neben sich stehend. Und in diesem Sinne wünsche ich uns jetzt allen einen kurzweiligen Abend. Und rein digital würde ich Ihnen jetzt in Präsenz, würde ich Ihnen jetzt diese Urkunde überreichen. Aber ich hoffe, Sie nehmen das tatsächlich virtuell so gegenüber und wir schicken Sie dann zu. Liebe Frau Haratischvili, Ihr Part. Vielen Dank. Vielen Dank für die schönen Worte. Und ja, es ist einerseits schade, aber genau, man kann vielleicht den Abend mit einem Gläschen Tee, Wein, Wasser doch ein bisschen genießen. Ich wünsche ebenfalls allen Beteiligten, Anwesenden frohes neues Jahr, vor allem ein gesundes. Und ja, möge diese Pandemie wenigstens in diesem Jahr enden. Ich glaube, wir würden uns alle darüber freuen. Ich habe wie auch letztes Mal, ich bin tatsächlich, das hatte ich bei der ersten Vorlesung erläutert, nicht so gut im freien Sprechen, improvisieren. Oder ich kann das ganz gut bei den Lesungen, aber sofern ich über mich oder über meine Arbeit erzählen soll, ist es immer schwierig, das so frei zu tun. Deswegen habe ich das alles wieder runtergeschrieben, wie beim letzten Mal, und werde das leider ablesen. Und ich hoffe, das stört nicht allzu sehr. Und ja, sehr gerne im Anschluss, falls es Fragen gibt oder Anregungen oder noch bestimmte Fragen unbeantwortet geblieben sind oder man noch über ein bestimmtes Thema diskutieren möchte, sehr gern. Ich stehe zur Verfügung. Ja, heute habe ich mich, vielleicht muss ich noch kurz erläutern, bei der ersten Vorlesung habe ich versucht, bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Mittel zu erläutern. Ich habe sie alle Zutaten genannt, weil ich habe das alles mit Kochen verglichen, mit einem Gericht. Denn ich habe mir damals überlegt, ja, was macht eigentlich Literatur aus? Also für mich persönlich, weil natürlich gibt es da nicht den einen Rezept. Und habe überlegt, woraus setzt sich eigentlich mein Gericht zusammen? Welche, ja, letztlich doch Eigenschaften bringe ich mit oder muss ich mitbringen, damit ich so schreiben kann, wie ich eben schreibe? Und habe das versucht zu untersuchen. Und dort sind diverse Themen aufgetaucht, natürlich. Das waren zum einen die Offenheit und bestimmtes Risiko. Ja, also Fantasie natürlich und diverse andere Sachen. Aber eine Sache kam gar nicht zur Sprache, nämlich die Sprache selbst. Weil das hätte alles den Rahmen gesprengt, weil die Sprache ist ja quasi sozusagen die absolute Basis und die hätte nicht den nötigen Auftritt bekommen. Deswegen habe ich mich heute sehr auf eben diesen Sprachaspekt fokussiert. Gerade in meinem Fall ist das Verhältnis sich ja nochmal spezieller, weil es eben nicht meine Muttersprache ist. Es gibt ja mittlerweile auch viele andere Autoren mit einem ähnlichen Hintergrund,
Die sogenannte Migrationsliteratur. Ich mag diesen Begriff zwar nicht so gern, aber gut. Und darüber würde ich gerne auch ein bisschen sprechen. Und noch ein Aspekt, den ich versucht habe, so greifbar zu machen, oder ich habe da ein sehr ambivalentes Verhältnis, ist natürlich die weibliche Sprache, weil es ja oft auch eben doch heute noch betont wird oder in irgendeiner Form immer unterschieden wird, ob der Autor männlich oder weiblich ist. Genau, und zwischendurch erzähle ich einfach meinen Werdegang beziehungsweise ein paar Eckdaten meiner Biografie, die eben zu dieser Entscheidung geführt haben, dass ich Deutsch spreche und letztlich dann auch nach Deutschland gekommen bin und dann auch entschieden habe, in dieser Sprache letztlich meine Heimat zu finden, wenn man so will, zumindest meine literarische. Ja, es ist ein bisschen, wie gesagt, schade, dass ich das nicht so frei machen kann und jetzt irgendwie diesen Bildschirm anstarren muss, aber ich hoffe, das stört sie nicht allzu sehr, weil ich sonst den Faden verlieren würde. Genau, dann fange ich jetzt einfach mal mit mit diesem ausschlaggebenden Bestandteil an. Denn ohne Sprache, ja, würde ja keine Literatur existieren. Und auch keine Kultur ist ohne die Sprache denkbar, zumindest für mich. Jede Sprache, also ich beherrsche vier, aber finde es bis heute sehr schade, dass ich eben nur vier beherrsche und nicht fleißiger war als Jugendliche und zum Beispiel eben kein Italienisch oder Französisch gelernt habe, was durchaus möglich gewesen wäre. Nehme es mir einfach immer vor. Mal gucken, ob ich es noch schaffe. Auf jeden Fall ist jede Sprache der direkte Ausdruck der jeweiligen Kultur, die sie mitgestaltet und die von ihr mitbestimmt wird. Außerdem ist für mich Sprache als solches auch etwas sehr Organisches und Lebendiges. Sie spiegelt auch immer wieder die Zeit wider, in der sie gesprochen wird. Sie entwickelt sich weiter und fremde Einflüsse formen sie im Laufe der Zeit. Und was ich an Sprache auch großartig finde, ist, dass die Geschichte auf eine Art auch durch sie immer lebendig gehalten wird. Also es ist immer wie die Summe all dieser Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende durch sie, die geformt wurde. Und das ist immer irgendwie zu spüren. Das liebe ich sehr. Das fasziniert mich. Man spricht quasi immer die Sprache der Gegenwart einerseits, und sie spiegelt sich dort immer wieder, auch wenn es einem nicht immer bewusst ist. Aber dort ist eben auch die Vergangenheit enthalten. Manche Sprachen sind poetischer, manche genauer, manche muten kälter an, manche melodischer, manche sind umschreibender, manche extrem präzise, wie zum Beispiel das Deutsche, finde ich. Aber sie verraten eben auch immer immens viel über die jeweilige Kultur und Gesellschaft, in der sie gesprochen wird. Ich liebe es, bestimmte linguistische Entdeckungen zu machen, sogar in den Sprachen, die ich nicht beherrsche oder gerade dort. Wenn ich in fremde Länder reise und mit der Sprache in Berührung komme, ich fange immer an, nachzufragen, nach Eigenheiten zu suchen. Schon als Kind hat mich diese Feststellung fasziniert, dass man je nach Sprache dasselbe so unterschiedlich ausdrucken kann, dass die gleiche Bedeutung so mannigfaltig sein kann, je in welchem Kontext und eben in welcher Kultur sie gesprochen wird oder benutzt wird. Ich liebe die Eigenheiten, den Sprachen aufzuspüren, nachzugehen. Diese Eigenheiten können eine unglaubliche poetische Kraft entfalten. Sie sind wie kleine Juwelen, verstreut und versteckt unter der Oberfläche des Alltäglichen oder der alltäglichen Sprache. Ich liebe zum Beispiel die Tatsache, dass man im Georgischen kein Geschlecht hat, also in der Sprache, dass es nicht einmal ein Sie oder Er gibt. Und man, wenn man es konkreter haben will, unbedingt den Namen der Person oder das Geschlecht extra benennen muss. Auch wenn sich dieser in dieser Nuance versteckte Feinheit und Offenheit über die georgische Gesellschaft leider kaum übertragen lässt. Ebenfalls liebe ich die Tatsache, dass man im Georgischen oftmals das Ich weglässt. Durch die Verben wird automatisch klar, von welchem Personalpronomen die Rede ist, und dadurch erübrigt sich die Betonung des Subjekts. Auch das verrät einiges. Genau wie die Tatsache, dass man im Georgischen zum Beispiel kein Wort für einen Termin hat. Genauso faszinierend finde ich es, dass man im Englischen nur das Ich und den Gott mit großen Anfangsbuchstaben schreibt, dass es im Chinesischen ein Schriftzeichen für die Sonne und ein anderes für den Mond gibt und dass ihre Kombination das Wort Stern ergibt. Es gäbe so viele wunderbare Beispiele, die ich kenne und vor allem wahrscheinlich Abertausende, die ich nicht kenne.
Am liebsten würde ich sie alle sammeln und in ein dickes, großes Buch packen. Ich liebe das Weite im Russischen, die Melancholie und Schwere der Sprache, die zugleich unglaublich genau sein kann, wenn es um Abgründe und Emotionen geht. Ich liebe die Präzision im Deutschen, die Unübersetzbarkeit mancher Wörter wie zum Beispiel Fremdschämen. Ich liebe dieses Wort, weil es sehr, sehr konkret ist und etwas sehr, sehr Genaues wiedergibt. Die deutsche Sprache fordert Genauigkeit von allen und sie gleicht einem Skalpell, den man in der Hand hält. Sie kann sezierend sein, durchleuchtend. Und es ist vor allem interessant, finde ich, gelten doch die Deutschen nicht unbedingt als emotional und überschwänglich. Und doch hat das Deutsche unglaublich präzise und feine Begriffe, um jede noch so kleine Gefühlsregung zu beschreiben. Ein großes Augenmerk auf genau diese Aspekte des menschlichen Seins zu legen. Würde man diesen Aspekt in einem kulturwissenschaftlichen oder soziologischen Licht betrachten, würde man auch einige Geheimnisse aufdecken können. Aber das Thema würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen. Es ist genauso spannend zu untersuchen, ab wann die Georgier ihrer Sprache auf eine Art untreu geworden sind. Weil wären sie diesem Pfad gefolgt und ginge es nur ausschließlich nach der Sprache, müsste die georgische Gesellschaft die liberalste, freiste und aufgeschlossenste sein. Ist sie aber leider nicht. Deutsch ist aber auch sehr musikalisch und überhaupt nicht hart, was manche, die kein Deutsch sprechen, so empfinden. Ich habe den Klang dieser Sprache einmal im achten Leben zu beschreiben versucht und habe tatsächlich gestern das Zitat rausgesucht oder diese Stelle. Englisch schmeckte mir nach Meeresluft und nach einer herbstlichen Dämmerung an einer Nordküste, ein wenig nach Fischbuden riechend, ein wenig nach Regen. Französisch, das ich nie gelernt hatte, müsste, wenn man sie auf der Zunge hatte, nach Aprikosengelee und nach bitterem Weißwein schmecken. Russisch schmeckte nach einer endlosen Weite, nach einem Weizenfeld, nach Einsamkeit, nach Utopien. Georgisch wiederum schmeckte staubig, voll, übervoll nahezu und manchmal auch nach einem Versteckspiel im Wald. Deutsch dagegen schmeckte mir anfangs eisig, bitter. Dann änderte sich der Geschmack und verwandelte sich in den Geschmack von Algen. Es schmeckte nach dunkelgrünem Moos. Und dann wurde der Geschmack streng, aber angenehmer. Und später, viel später, schmeckte mir das Deutsch nach reifen Kastanien und nach Höhe. Ja, nach einer schwindelerregenden Höhe. Das sagt zwar eine Figur in dem Buch, aber ich würde das komplett unterschreiben. Weil diese Höhe ist für mich auch bis heute irgendwie da geblieben. Man gewöhnt sich vielleicht mit der Zeit an diese Höhenangst, aber die scheint irgendwie nicht wirklich bezwingbar. Und das mag ich auch, weil es fordert mich persönlich heraus. Jetzt komme ich tatsächlich zu dem Aspekt des Schreibens in der Fremdsprache. Und das ist vielleicht das Spannendste, worüber ich erzählen kann, weil es etwas eben doch ein bisschen Spezielles ist. Natürlich ist die Sprache die wichtigste Waffe eines jeden Autors. Jeder Text braucht seine eigene, jeder Text braucht seine Worte, mit der man sie eben erzählen kann. Man wählt die Worte, sucht nach ihnen, kombiniert sie mal wieder neu und anders. Und diese Möglichkeiten scheinen endlos. Ihre Magie kann durch neue Zusammensetzungen immer wieder neu entfachen. Und das ist ein unglaubliches Geschenk. Aber in einer Fremdsprache zu schreiben, seine eigenen Inhalte mit Hilfe einer fremden Sprache zu transportieren, das erfordert eine noch genauere Untersuchung diesen sehr eigenartigen Vorgangs. In meinem Fall ist es eine Geschichte voller Umwege, eine Irrfahrt, wenn man so will. Es ist eine Geschichte von Verlust und Wiederfindung, eine sehr ambivalente Geschichte, die davon handelt, wie man auf Umwegen zu etwas Ureigenem findet, wie etwas Geborgtes das Eigene ersetzen kann, wie Zufälle über das Entscheidende bestimmen, wie eine Fremdsprache einen adoptieren und beheimaten kann. Und das sage ich tatsächlich oft, dass das Deutsch mich irgendwie adoptiert hat. Wie sich das Unglaubwürdigste als das Wahrhaftigste erweisen kann und wie die eigene Geschichte manchmal einer Verfremdung bedarf, um sie glaubhaft zu machen. Ich bekomme oft die Frage gestellt, ob ich genauso schreiben würde, wenn ich auf Georgisch schriebe. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort darauf. Inhaltlich glaube ich schon. Ich wäre ja kein anderer Mensch. Die Themen, die Probleme, die Fragen, die ich hätte, wären sicherlich keine vollkommen anderen. Und doch bin ich mir sicher, dass es einen Unterschied geben würde. Und das alleine schon wegen der Sprache. Das georgische Sprichwort, je mehr Sprachen man spricht, desto mehr Identitäten man hat man, habe ich in seiner ganzen Weisheit erst in Deutschland erfasst. Und heute bin ich mir sicher, dass eine andere Sprache und seine Kultur einen unbekannten Teil der eigenen Identität hervorholt. Und ich denke, dass die meisten Migranten mir zustimmen würden.
Man verändert sich in einer Fremdsprache, in einem anderen Land, egal wie vertraut sie einem mit der Zeit auch werden kann. Man nimmt nicht nur neue fremde Eigenschaften an und lernt neue Lebensweisen, man entdeckt auch sich selbst anders, neu. Sogar wenn man die Fremdsprache noch nicht gut genug beherrscht, man ist gezwungen, sich mit ihrer Hilfe auszudrücken. Man muss für sich eine neue Gestalt finden, wenn man so will, eine Art Übersetzung, um sich verständlich zu machen. Etwas, was man nie in der Muttersprache tut. Dort sind Dinge selbstverständlich und automatisch. Man hinterfragt bestimmte Worte und Ausdrucksweisen nicht, weil sie mit einem verwachsen sind. Sobald man aber in einem fremden Land ist, muss man das tun. Man wird quasi dazu gezwungen. Denn man ist in einem permanenten Vergleich. Etwas, was für einen vorher vollkommen normal war, scheint im neuen Land womöglich oft befremdlich. Etwas, was man dort so gemacht hat, muss man hier anders machen. Ob Humor oder bestimmte Umgangsformen mit Emotionen, gar die Körpersprache, die Art, sich der Mitmenschen anzunähern, all das ist plötzlich nicht mehr einfach so gegeben. Denn man kann, wenn man etwas unüberlegt tut, jemanden vom Kopf stoßen, irritieren. Also fängt man an, sich wie ein Blinder in einem Labyrinth zu bewegen, mit den Händen alles vorsichtig und zaghaft ertastend. Man fängt an, sich selbst in Frage zu stellen, wie man es bis dahin nie getan hat. Man fängt an, sich die neuen Worte und Ausdrucksweisen anzueignen, um nicht mehr aufzufallen, um ein Teil jener Kultur zu werden. Und doch hört das nie auf, dieses Vergleichen. Wenn man in ihr auch noch anfängt zu schreiben, in dieser Fremdsprache, muss man sich doppelt und dreifach mit dem eigenen wie mit dem Fremden auseinandersetzen. Nichts mehr ist selbstverständlich oder automatisch. Man befindet sich unentwegt in einem Labor, wo man sich unendlich viele Fragen stellt. Warum ist es in dieser Sprache so, während es in meiner Muttersprache so anders ist? Kann ich das so sagen? Drückt das Wort dasselbe im Deutschen aus, wie zum Beispiel im Georgischen oder andersrum? Und natürlich tut es das nicht immer. Aber genau in diesem Spalt entsteht ja auch etwas Neues. Die Sprache macht unendlich viel mit. Sie ist sehr geduldig und biegsam, viel mehr, als wir es Menschen je sein können. Sie lässt sich formen und neu zusammenmischen. In einer Fremdsprache zu schreiben, bietet unendlich viel Spielraum. Vielleicht hat man keinen Automatismus mehr. Dafür bekommt man aber etwas Wunderbares, eine ungeahnte Freiheit. Die Freiheit, Dinge neu zusammenzusetzen, als würde man nur dank einer neuen Zusammensetzung von vertrauten Zutaten einen vollkommen neuen Geschmacksentwicklung entdecken. Warum kann man das nicht so sagen? Warum kann man dieses Wort nicht in diesem Zusammenhang benutzen, sei es auch, dass sie erst einmal irritierend klingt? Die Sprache macht doch vieles mit. Die Sprache lässt es zu. Ich erinnere mich an so viele Diskussionen mit meinen Lektoren wegen bestimmten Formulierungen, die im Deutschen womöglich fremd klingen, aber einen neuen Klang und oder eine neue Assoziationskette wecken. Natürlich ist das nicht meine Absicht, die Grammatik zu ignorieren oder irgendwelche verrückten Experimente zu veranstalten, die sowieso keiner versteht und die man nur veranstaltet, um experimentierfreudig zu wirken. Aber warum sollte man der Sprache nicht mehr zumuten als das Gewohnte und Vertraute, das Sichere? Tut es schlussendlich die Poesie nicht ständig in der jeweiligen Sprache, in der sie entsteht? Ist nicht genau das, was die Poetologie der Sprache ausmacht? Und wie vieles ärmer wäre zum Beispiel eben das Deutsche ohne seine Dichter, die ihm so viel Ungeahntes und dadurch auch Magisches entrissen haben? Wie viel würde einem fehlen ohne diese Zeilen? Mir fiel sofort das Gedicht von Mascha Kaleko ein. Das Gedicht heißt Kindheitsgedicht. Und da ist ein Satz, der immer wieder in meinen Kopf auftaucht, wenn ich von solchen Eigenheiten spreche. Ich bin als Emigrantenkind geboren in einer kleinen, klatschbefließenden Stadt, die eine Kirche, 2 bis 3 Doktoren und eine große Irrenanstalt hat. Mein meistgesprochenes Wort als Kind war Nein. Ich war kein einwandfreies Mutterglück. Und denke ich an jene Zeit zurück, ich möchte nicht mein Kind gewesen sein. Ich war kein einwandfreies Mutterglück. Ich meine, das ist doch eine wunderbare Entdeckung. Oder Rilke zum Beispiel in seinem Frühling. Der Lenzwind plauscht in neuen Arten, die alten wundersamen Märchen, und draußen träumt das erste Pärchen im Baumgarten. Ich meine, der Lenzwind plauscht in neuen Arten. Natürlich ist das alles nicht eins zu eins übertragbar auf das, was ich vorhin, worüber ich versucht habe zu sprechen, weil das keine Fremdsprachen sozusagen für diese Autoren ist. Aber es sind ja trotzdem Experimente. Es sind eben diese sehr fabelhaften Mischungen, also durch diese Zusammensetzung von bestimmten Wörtern, wenn die Sprache dann plötzlich anfängt,
sehr ungeahnte Pfade zu nehmen. Und da fallen mir diverse Autoren ein, wo ich immer wieder gestaunt habe, was eben das Deutsche noch viel mehr vermag, als ich es vielleicht gedacht hätte. Und das finde ich wunderbar daran. Das ist auch etwas, was ich immer suche oder versuche. In der Poesie geht es natürlich nicht immer um neue Wortschöpfungen, aber da ich gerade mein Augenmerk darauf richte, wollte ich anhand dieser Beispiele mein tiefstes Vertrauen in die Möglichkeiten eben dieser Sprache kenntlich machen. Und deswegen diskutiere ich auch immer unglaublich viel und gern mit allen, die erstmal irritiert sind und mir sagen, dass dieser oder jener Ausdruck nicht geht oder für deutsche Leserohren befremdlich wirkt. Und diese Diskussion führe ich eigentlich bei jedem Buch, bei jedem Text, den ich dann an meinen Verlag schicke. Manchmal gewinne ich, manchmal verliere ich. Ich lasse mich auch gern vom Gegenteil überzeugen, weil natürlich ist das nicht meine Absicht, unverständlich zu bleiben oder in irgendeiner Form Missverständnisse zu schaffen. Diese Experimentierfreude entdeckte ich aber oftmals bei den deutschen Gegenwartsautoren, deren Muttersprache nicht das Deutsche ist. Zum Glück gibt es mittlerweile viele meinesgleichen, aus anderen Ländern eingewanderte Autoren, die ihre Geschichten auf Deutsch schreiben. Aglaya Veterani, die ich sehr, sehr liebe, Olga Glasnowa, Abbas Kida, Sascha Stanisic, Katja Petrowska, Mariana Salzmann und so weiter und so fort. Sie scheinen dennoch, trotzdem scheint dieses Phänomen die meisten Menschen zu faszinieren. Ich glaube, wir werden alle sehr, 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 sehr oft gefragt, warum wir auf Deutsch schreiben. Und ja, es ist irgendwie auch faszinierend. Ich verstehe es auch. Aber es gab die immer, diese Autoren. Nabokov, Joseph Conrad oder eben der Georgier Givi Margvelaschvili. Es hat die schon immer gegeben. Schriftsteller, die freiwillig oder gezwungenermaßen ihre Sprache wechselten. Und ich glaube, auch die fortschreitende Globalisierung, diverse Kriege, die größer werdende Schere zwischen der ersten, zweiten, dritten Welt und diverse andere Gründe und Probleme wird solche Grenzgänger noch mehr vermehren. Und wahrscheinlich wird es in der Zukunft viel normaler sein, dass es Menschen gibt, die eben zweigeteilte Biografien haben und die letztlich anfangen, in einer sich später oder später erlernten Sprache zu schreiben oder sich auszudrücken. Es gibt auch unter diesen Grenzgängern kolossale Unterschiede. Unvorstellbar ist das für mich, wenn, wie man zum Beispiel im Erwachsenenalter und bereits als Autor in ein anderes Land geht oder zu fliehen gezwungen ist und sich dort eine neue Sprache anzueignen versucht, weil man der alten beraubt worden ist, weil man zum Beispiel weiß, dass man nie wieder zurückkehren und demnach auch nicht in der eigenen Muttersprache schreiben kann. Eine wunderbare Kollegin fällt mir ein, zum Beispiel Lina Atfar. Die ist aus Syrien geflohen, eine auf Arabisch schreibende Lyrikerin. Und als sie nach Deutschland kam, sprach sie kein Wort. Jetzt wird ihr Deutsch immer besser. Und ich kann mir vorstellen, dass sie eines Tages auch anfängt, ihre Inhalte auf Deutsch auszudrücken. Oder Abbas Kida, der nach seinen eigenen Worten Deutsch lernte, um eben seine Geschichten zu erzählen. Das erfordert so viel Kraft und Mut und ich bewundere diese Menschen zutiefst, denn ich bezweifle, dass ich persönlich unter den gleichen Umständen es gekonnt hätte. Aber die meisten von uns, die die sogenannte Migrantenliteratur kreieren, ich bin kein Freund von diesem Begriff, genauso wie ich das immer extrem schwierig finde, die Literatur in so nationalen Kategorien einzuordnen, aber gut, das ist auch ein anderes Thema. Also die meisten von uns kamen eben als Jugendliche nach Deutschland und lernten die Sprache in der Schule oder weil sie es mussten. In meinem Fall verhält es sich etwas spezieller, denn meine Beziehung zu deutscher Sprache ist dem reinen Zufall geschuldet, wenn man so will. Und ich finde es selbst manchmal unglaublich, dass dieser Zufall mein Leben bestimmt hat oder bis heute bestimmt. Meine Beziehung zu Deutschland ist geprägt von Ambivalenzen. Und doch ist keine Beziehung, keine andere, in meinem Leben so stabil und so konstant geblieben wie die zu der deutschen Sprache. Es gab und gibt nicht selten Momente, wo ich mich bis heute manchmal fremd fühle, hier. Aber komischerweise tue ich es nie in dieser Sprache. Als hätte sie mich vorbehaltlos aufgenommen, als hätte sie mich niemals hinterfragt, als hätte sie mir von Anfang an genug Raum gegeben. Ja, es ist sicherlich faszinierend und wäre es für mich nicht so selbstverständlich. Es hätte mich auch erstaunt, dass man eben in einer anderen Sprache Literatur schreibt, kreiert,
Aber andererseits ist das auch auf eine sehr eigene Art logisch, finde ich. Wenn man darüber nachdenkt, bietet eine Fremdsprache eine unglaubliche Möglichkeit zur Transformation. Und für mich ist Literatur eben diese Transformation. Man transformiert das Erfundene, Gelebte, Erlebte, Vorgestellte aufs Papier und dann gibt man dem Ganzen eine neue Form. Keine Sprache ist Muttersprache. Dichten ist immer Nachdichten. Dieses Zitat gehört meiner Lieblingslyrikerin Marina Tsvetaeva. Und diese Worte verfolgen mich schon seit vielen Jahren. Erst scheint man über sie zu stolpern, weil sie ergeben nicht wirklich Sinn. Aber wenn man denen genau nachgeht, nachspürt, dann erklären sie so viel von dem, was ich gerade versuche, in Worte zu fassen. Auch wenn man in der eigenen Sprache schreibt, also in der Muttersprache, muss man sich von der Sprache distanzieren. Man muss ein paar Schritte zurückkehren und versuchen, auf das Vertraute und Bekannte mit einem neuen oder fremden Blick zu blicken. Die Beispiele aus der Lyrik, die ich eben gebracht habe, sind ja auch so ein Beispiel, also Zeugnis davon. Mit dem Inhalt verhält es sich ähnlich. So gesehen wurden ja alle großen Menschheitsthemen schon in der Literaturgeschichte abgehandelt. Alle großen Fragen wurden gestellt. Und es wurden schon so viele Geschichten erzählt. Und doch erzählen wir sie uns immer wieder neu und anders, weil wir es müssen, weil jede Zeit eben auch anders ist, demnach auch unsere Geschichten. Und weil die Geschichte im Großen und Ganzen sich ja auch immer wieder fortschreibt. Das heißt, dass wir dasselbe, von mir aus das Bekannte, erst durch das Ureigene, ganz Individuelle, zu etwas Neuem machen. Wir erzählen ja nichts Neues quasi, wir erzählen es nur auf eine neue Art, weil jeder von uns das Leben unverkennbar anders erlebt und doch verbinden uns eben irrsinnig viele ähnliche Konflikte, Probleme, Sehnsüchte, Träume und so weiter und so fort. Und wenn ich das richtig verstehe, meint Tsvetaeva genau das. Wir müssen uns immer wieder neu erfinden, neu häuten, um das Bekannte in etwas nie Dagewesenes zu verwandeln. Und wenn wir einen Schritt weiter denken und das noch mit einer fremden Sprache kombinieren, scheint mir dieser Impuls eben nahezu logisch. Das Fremde hilft mir persönlich, Distanz aufzubauen und dadurch das Vertraute in einem anderen Licht zu sehen. Distanz, das ist für mich ein Schlüsselwort beim Schreiben. So persönlich, so nah und schmerzhaft bestimmte Themen auch sein mögen, die ich aufs Papier bringe oder es versuche, ich kann es nicht tun, wenn ich nicht die nötige Distanz dazu aufbaue. Deswegen fällt es mir so schwer, autobiografisch zu schreiben. Die Verfremdung, die Transformation ist das, worauf es mir beim Schreiben ankommt. Das Erlebte eins zu eins aufs Papier zu bringen, raubt mir unendlich viele Möglichkeiten und gibt mir das Gefühl, ein Tagebuch zu führen. Etwas Intimes, Kleines, was sich aber schlecht verallgemeinern lässt. Literatur ist für mich aber eine Brücke zwischen mir und dem Leser. Es geht nicht darum, was ich erlebt habe, also nicht nur, sondern aus dem Beschriebenen etwas zu machen, was die Leser kennen oder glauben zu kennen. Es geht darum, zwischen mir und fremden Menschen letztlich Kontakt herzustellen. Das kann ich aber nicht, wenn ich ausschließlich bei mir bleibe, wenn ich das Beschriebene nur aus meinem kleinen Radius ableite und nicht versuche, dank eben dieser Transformation, eine Allgemeingültigkeit zu formen. Wenn ich von einem Familienstreit schreibe, und das werden die meisten natürlich von uns kennen, davon ist auszugehen, kann ich nicht, wie ich es im wahren Leben tun würde, oder auch im Tagebuch, mich ausschließlich auf mich fokussieren. Ich kann dabei nicht nur meine Perspektive oder Gefühle sezieren. Das heißt, ich fange an, wie mit einer inneren Kamera umzuschwenken. Wer ist alles in diesem Streit involviert? Wer verhält sich wie? Wer sagt was? Warum? Wer sieht wen an? Wer meidet den Blick? Was fühlt die eine Partei? Was die andere? Und so entsteht nach und nach ein größeres Tableau. Schon bin ich weit weg von mir, also meinem individuellen Kummer oder Problem. Schon bin ich 3 Schritte weiter, als es in einem realen Streit wäre, wo ich wie jeder andere Mensch mich auf das konzentrieren würde, was mein Anliegen wäre. Diese Entdeckung, dass ich dank einer fremden Sprache eben diese Distanz aufbringen und sie vor allem vergrößern kann, dass ich einen viel größeren Radius für meine Kamera bekomme, das war vielleicht der ausschlaggebendste Grund, um in dieser Sprache zu bleiben und in ihr weiterzuschreiben. Wie ich zu dieser Sprache gekommen bin, ja, eben dieser Zufall, den ich vorhin erwähnte, das ist tatsächlich ein bisschen unglaublich, weil alles, was ich tue oder heute letztlich mein Leben ausmacht,
ist auf eine Art diesem Zufall geschuldet. Und deswegen erzähle ich vielleicht jetzt kurz über meine Kindheit oder über diesen Zufall. Ende der 80er wurde in Georgien das sogenannte sechste Gymnasium eröffnet. Es war eine Art alternatives Schulmodell, gegründet von jungen, sehr engagierten und freiheitsliebenden Lehrern, die meist Germanisten waren, ausgebildet unter anderem in der damaligen DDR, weil Jena war die Partneruni von der Tiflisser Universität und es gab einen regen Austausch. Sie kamen auf jeden Fall mit großem Enthusiasmus nach Georgien zurück und wollten zu dem starren und verstaubten sowjetischen Schulsystem eine kleine Alternative schaffen, mit Schwerpunkt auf deutsche Sprache und Kultur. Als wäre Deutschland eine Art Sehnsuchtsland, eine Art Elysium, ein Märchenort, wohin die Kinder streben wollen würden und die Brücke dafür würde die deutsche Sprache liefern. Unabhängig davon sollte der größere Fokus auf Kunst und Kultur liegen. Die Schüler sollten etwas unabhängiger zu denken lernen und nicht nur pauken und auswendig lernen, wie es im sowjetischen Bildungssystem oft der Fall war. Ja, es war am Ende der 80er, der Riese bereits im Begriff zu stürzen. Deswegen gingen ein paar Türen auf und aus irgendeinem Grund wurde dieses Schulmodell zugelassen. Ich erinnere mich, dass ich meine ganze Kindheit davon träumte, endlich ein Schulkind zu werden und diese braune Schuluniform mit der weißen Schürze tragen zu dürfen. Sie hing bereits mit 4 in meinem Kleiderschrank und ich weiß noch, wie enttäuscht ich war, als ich diese Uniform endlich angezogen habe und die Schule betrat und feststellte, dass ich die Einzige in dieser Uniform war, denn dieses sechste Gymnasium war die erste Schule in ganz Georgien, die auf die Uniform verzichtete. Familiär gab es bei mir keine Verbindung zu Deutschland. Meine Eltern sprachen beide etwas Englisch und sehr gutes Russisch und meine Großmutter liebte Französisch. Sie sympathisierten nur mit diesem Schulmodell und all dem, wofür die Schule stand. Und so war meine lebensentscheidende Verbindung mit dieser Sprache ein reiner Zufall. Wären die Gründer meiner Schule frankophil, wäre mein Leben womöglich ganz anders verlaufen. Wenn ich mir das vor Augen führe, finde ich das irgendwie fast, ja, grotesk. Rückblickend, so scheint es mir, baut mein ganzes Leben auf diese Entscheidung auf, die meine Eltern aus einem ganz anderen Grund trafen, als der, der später über meine Zukunft entschied. Ich hatte immer viel Glück mit Lehrern, also nicht mit allen natürlich, aber vielen. Und sie gaben mir sehr, sehr viel und ermutigten mich zu bestimmten Dingen, für die mir selbst wahrscheinlich der Mut gefehlt hätte. Unter anderem eben auch zum Schreiben. Ich hatte von relativ frühen Kindheitstagen immer sehr zaghafte Versuche unternommen, aber den Schritt, bis ich wirklich die Texte jemandem in die Hand gedrückt hätte oder mich dazu getraut hätte, das hat sehr viel Zeit gebraucht und da spielen eben manche meiner Lehrer eine oder haben eine entscheidende Rolle gespielt. Als ich in die 9. Klasse kam, hieß es, dass eine Theater-AG aus Bremen uns besuchen und an unserer Schule natürlich den kaukasischen Kreidekreis aufführen würde. Die Schüler würden für 10 Tage in Tbilisi bleiben, bei uns wohnen. Daraufhin baten mich einige Lehrer, selbst etwas zu schreiben und das mit einigen interessierten Schülern zu erarbeiten, quasi eine Art Gegenprogramm. Am besten auf Deutsch, weil wir waren alle eben in diesen Sprachdiplomgruppen, den sogenannten, und hatten teilweise auch Muttersprachler als Lehrer. Und manchmal denke ich, dass genau dieser Schritt, also diese Entscheidung, etwas in einer Fremdsprache zu befassen, und ich meine, mein Deutsch war damals okay, aber definitiv nicht gut genug oder ausreichend genug, um darin zu schreiben. Aber ich war natürlich sehr, sehr jung und habe mir einfach bestimmte Dinge zugetraut, mehr als ich es vielleicht heute tun würde, weil die Unwissenheit mich auf eine Art vielleicht auch geschützt hat. Aber es war ein sehr befreiender Moment, weil dadurch, dass ich wusste, es wird eben in einer Fremdsprache geschehen, war ich geschützt. Ich fühlte mich sicherer. Ich wusste, okay, da sind jetzt nicht so viele Leute, die mich verstehen werden. Das ist nur für eine kleine Gruppe, für unsere Besucher, aber eben auch ja, Schüler und Lehrer. Und wenn das schief geht, das war zumindest meine Hoffnung, dann ist es nicht so schlimm, weil dann haben es sowieso nicht so viele gehört oder verstanden. Also zumindest erlaubte mir auch meine Jugend diese Frechheit zu behaupten, dass ich das irgendwie kann. Und also, weil ich hatte nicht viel Ahnung vom Theater. Und so haben wir irgendwie angefangen.
Ich weiß noch, dieses Stück hieß Das Wohnzimmer und es verhandelte, also es handelte von einer georgischen Familie mit sehr aktuellen oder damals aktuellen Problemen. Und ich weiß, dass wir bei diversen Kerzen, also wie so eine Sekte, bei Kerzenlicht geprobt haben, weil damals war es eine sehr, sehr schwierige Zeit in Georgien und Stromausfälle waren an der Tagesordnung. Und wir haben ja, Requisiten und Kleidung eben von zu Hause angeschleppt und unsere Eltern beklaut und haben das war alles natürlich sehr, sehr dürftig. Aber nach dieser Aufführung hatte ich, wie man so schön sagt, Blut geleckt. Und es war eine zauberhafte Erkenntnis, dass ich plötzlich registrierte, okay, wow, ich habe da was geschrieben. Und dann kommen Menschen aus Fleisch und Blut und fangen an, diese Texte zum Leben zu erwecken. Also sie bekamen im wahrsten Sinne des Wortes Körper. Und somit wurde die Sprache auf eine Art lebendig. Also mir fehlte natürlich jedweder theoretischer Überbau, um diesen Vorgang oder diese Magie oder diesen Zauber intellektuell erfassen zu können. Aber ich merkte schon damals, letztlich mit 15, 16, dass mich das sehr euphorisierte und irgendwas anzog. Also ich hatte das Gefühl, das ist irgendwie was Magisches und ich möchte dieser Magie nachgehen und das verstehen. Also beschloss ich daraufhin eine Theater-AG zu gründen. Wir nannten uns das Fliedertheater und weil wir im Jahr darauf eben von dieser Bremener Schule weiterhin also eingeladen wurden, quasi im Gegenzug, war ich gezwungen, den nächsten Text, den ich schrieb, ebenfalls auf Deutsch zu schreiben. Und das war toll, also weil das war eben irgendwie befreiend. Ich hätte mich auf Georgisch das wahrscheinlich nicht zugetraut. Und nach und nach merkte ich, dass das mehr wurde als eben ein Hobby, weil ich verbrachte die letzten Schuljahre hauptsächlich in dieser Schulaula. Und diese Suche nach eben dieser Magie begann letztlich auch irgendwie mein Leben zu bestimmen. Und ich tat das eine ganze Weile auf Deutsch. Also ich glaube, es hat 4 Jahre also die Truppe hat insgesamt 5 Jahre existiert und ich glaube, erst im 4. Jahr habe ich mich getraut, ein Stück auf Georgisch zu verfassen. Wir blieben quasi immer so eine Art Nischenprogramm, weil es eben nur für Deutschsprechende letztlich gemacht wurde, dann auch später, wo es nicht mehr sozusagen in Bremen gezeigt wurde, sondern in Tiflis. Und eben erst nach 4 Jahren hatte ich diesen Mut zu sagen, okay, ich verfasse jetzt ein Stück auf Georgisch. In dieser Zeit bin ich sehr für das Theater entflammt und ich hatte die Ambition, diese Magie eben zu begreifen und merkte, dass es aber extrem schwierig, das zu kontrollieren, weil es war immer schleierhaft. Manchmal gelang etwas einfach so auf Anhieb und manchmal war wochenlange wirklich knochenharte Arbeit und die konnte aber trotzdem nichts daran ändern, dass etwas nicht gut wurde. Es war natürlich alles sehr amateurhaft und wie gesagt, mir fehlte halt jeglicher Hintergrund, also vom Wissen. Aber ja, da fing ich letztlich an, so ein bisschen in diese Theaterwelt abzutauchen. Und im Theater entscheiden sehr viele Faktoren eben über dieses Gesamtergebnis. Allen voran natürlich der Text, eben die Sprache, das Verhandelte. Aber was im Theater ebenfalls sehr speziell ist, anders als in Prosa, dort sind eigentlich die Figuren diejenigen, die sprechen und die für sich sprechen sollten. Also es gibt natürlich auch Texte, wo der Autor sehr zu hören ist oder im Vordergrund steht, aber das ist eigentlich nicht so, was ich im Theater liebe oder in der Dramatik. Ich finde es eigentlich großartig, dass man als Autor dort komplett irgendwie letztlich nicht präsent ist und nicht auf der Bühne steht. Und diese Figuren müssen alles, was sie zu verhandeln haben, also untereinander verhandeln oder eben fürs Publikum. So kam ich auf die Idee, eben Regie zu studieren. Ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, etwas mit Schreiben zu studieren oder zu machen, auch nicht irgendwie Journalistik oder so, weil es war für mich immer so ein intimer Prozess, dass ich mir das kaum vorstellen konnte, dass da andere Leute irgendwie da mitreden oder in irgendeiner Form diesen Prozess zu öffnen, weil das war eben damals noch sehr, sehr intuitiver Prozess und ich war auch noch sehr, sehr unsicher oder auf der Suche nach meiner Stimme.
Und deswegen war die Alternative, okay, ich studiere Regie und habe mich dann eben an der Hochschule für Film und Theater in Tbilisi beworben und wurde dann auch aufgenommen und konzentrierte mich in den folgenden Jahren auf Regiehandwerk. Und dieses ganze Sprachliche und Textliche verschwand erstmal im Hintergrund. Ich hatte das Gefühl, okay, ich muss jetzt irgendwie leben und erleben, weil sonst kann ich auch nicht schreiben und habe nichts zu erzählen. Und ich bin in diesen Jahren da sehr in diese ja, Studium-Theaterwelt irgendwie abgetaucht. Aber es war eine sehr schwierige Zeit, wie ebenfalls erwähnt. Es war noch in der Shevardnadze-Ära und es herrschte eine große kulturelle Starre und Resignation. Und ich hatte das Gefühl, okay, ich muss weg, weil ich da nicht weiterkam irgendwann nach 3 Jahren. Ich hatte zwar wunderbare Leute getroffen, viele Freunde, mit denen ich heute noch sehr eng bin. Und es war eine Zeit, die ich nicht missen möchte, aber ich merkte so in beruflicher Hinsicht bin ich da irgendwie relativ schnell an mein Limit gekommen. Und dann habe ich mich, hatte ich auch diesmal großes Glück. Ich habe mich in vielen Hochschulen in Deutschland beworben und bin dann nach der Aufnahmeprüfung in Hamburg an der Theaterakademie gelandet. Und da begann wieder alles von vorne. Ich begann Theaterregie zu studieren und ich war sehr irgendwie ja, voller Tatendrang letztlich irgendwie aufgebrochen und hatte das Gefühl, okay, jetzt komme ich da an und alles, was in Georgien nicht ging, wird dort gehen. Aber deswegen habe ich auch erwähnt, Umwege oder Irrfahrt. Wenn ich so versuche, über all diese Jahre nachzudenken oder wie das eine zum anderen führte, merke ich immer, das waren ganz oft in meinem Fall Umwege, weil Dinge auf direktem Weg aus irgendeinem Grund bei mir nicht wirklich zu funktionieren scheinen. Und das war in Hamburg auch nicht anders. Es waren die ersten 2 Jahre auch sehr schwierig für mich, weil ich kam an und es herrschte dort das Diktat der Postdramatik und der Form und die Inhalte waren irgendwie nicht so wichtig. Und wenn ich die zeitgenössischen Stücke las, dann verstand ich nicht viel und hatte das Gefühl, okay, ich komme aus einer komplett anderen Welt. Mir ist das alles irgendwie nicht zugänglich, ich verstehe das nicht und ich schob das alles auf meine östliche Sozialisation, weil es gab auch einen großen, durch diese ganzen schwierigen Zeiten und eben Zusammenbruch der Sowjetunion und so weiter, gab es halt auch irgendwie ein großes Vakuum an sage ich jetzt, Moderne, weil es gab nicht viele Sachen, die übersetzt waren damals. Jetzt hat sich das alles zum Glück verändert, aber auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, okay, das liegt irgendwie an mir. Aber das Interessante war, je länger ich studierte, desto unsicherer wurde ich. Und je mehr ich erfuhr und las und verstand und letztlich auch dann irgendwie diesen Hintergrund bekam, desto verwirrter wurde ich. Und ich begann alles in Frage zu stellen und spürte, dass mich der Mut wieder verließ. Ich sprach irgendwie davon, also ich sprach zwar davon, dass ich schreiben will, weil das hatte eben da auch keinen Raum in der Zeit. Und meine Texte auf die Bühne bringen will und dass das eigentlich mein Impuls war, damals überhaupt irgendwie zu Regie zu kommen. Aber das schien niemanden wirklich zu interessieren. Und je vertrauter ich eben auch in dieser deutschen Sprache wurde, desto fremder wurde ich mir selbst, weil ich das Gefühl hatte, dass das, was ich an Inhalten mitbringe in dieser Sprache oder in dieser Kultur irgendwie damit nicht wirklich kompatibel ist. Und ich fühlte mich sehr fehl am Platz und mein Gefühl damals war, als hätte ich irgendwie meine Stimme verloren. Ich redete mir ein, okay, was du zu erzählen hast, das interessiert irgendwie hier niemanden und du kommst aus einer Welt, die keinem zugänglich ist. Und ja, ich wusste damals nicht, wo irgendwie mein Ort war, weil ich bin halt sehr klar auch eine Geschichtenerzählerin. Also mir geht es ganz stark um Geschichten. Ich bin sehr geprägt von Geschichten und ich bin, ja, wie es die Anglo am sächsischen Raum heißen würde, ich bin Storyteller. Aber im deutschen Theater schien das nicht so relevant. Damals ging es sehr stark um Form und auch um eine Form von Aktualität. Aber meine Definition von diesen Begriffen war auch ein radikal anderer. Also wenn zum Beispiel Lampedusa aktuell war, dann musste der Spielplan voller Dokustücke und Performances sein und wenn in der deutschen Presse diskutiert wurde, dass Theater sei rückständig, weil es keinen Schauspieler oder Schauspielerin im Ensemble vorzuweisen gab, die einen anderen biografischen Hintergrund hatten als den deutschen, dann mussten schnell Schauspieler mit eben exotischem Background eingestellt werden.
Während der Flüchtlingswelle erinnere ich mich, holte man sehr oft Flüchtlinge irgendwie auf die Bühne und ließ sie ihre Geschichten erzählen. Und das waren alles Dinge, mit denen ich nicht wirklich einverstanden war oder das verstand ich nicht unter Theater. Und ich musste mir auch sehr oft anhören, dass man eben keine linearen Geschichten mehr erzählen kann, dass wir eben die Kinder der Postmoderne dazu verdammt sind, alles auseinanderzunehmen, zu dekonstruieren. Ich wollte aber eben konstruieren. Also so verstand ich meine Aufgabe zumindest als Autorin und letztlich auch Regisseurin. Und dann hatte ich eben diese Krise und ich packte dann nach 2 Jahren meine Sachen und fuhr nach Russland. Ich habe keine Ahnung, warum Russland, Moskau. Es war eine Sprache, also ein Land, dessen Sprache ich sprach und ich liebte deren Literatur. Sonst hatte ich mit diesem Land nicht viel am Hut und hatte auch ein sehr ambivalentes Le Verhältnis letztlich. Und doch hat mir diese Zeit in Moskau, es war irgendwie ein knappes halbes Jahr, auch sehr, sehr, sehr geholfen, wieder irgendwie zu mir zurückzufinden durch diese Anonymität, in der ich war. Und ich ging wieder einen Umweg. Ich begann Prosa zu schreiben und weil ich weniger abhängig sein wollte von irgendwelchen Doktrinen und Moden. 2010 schrieb ich dann eben meinen ersten Roman und dann hat es, 2006 und 2010 ist es dann erschienen. Es hat 4 Jahre gedauert. Ich hatte diverse Verlage genervt und irgendwann hat es geklappt. Und dann geschah etwas Merkwürdiges und hier wären wir wieder auf dem Umweg. Ich wurde auf einmal für etwas gelobt, wofür ich sonst immer kritisiert worden war, nämlich fürs Geschichtenerzählen. Und das hat mich sehr irritiert. Aber ich war natürlich auch sehr, sehr glücklich, weil ich merkte, okay, ich fange an, Stück für Stück wieder irgendwie zu dem zu kommen, wo ich eigentlich gestartet bin. Und in diesen folgenden Jahren schrieb ich sehr viel und wie besessen, aber es dauerte eben eine Weile, bis ich wieder auch zu meinen Inhalten zurückfand. Weil ich hatte immer Angst, dass ich immer auf diesen Osthintergrund reduziert werde, und hatte immer einen großen Bogen um meine Herkunft gemacht und um die Themen, die dort letztlich lagen. Ich wurde früher eben sehr oft auch von Theatern für Auftragsarbeiten angefragt, und meistens dann eben über Krieg oder eben irgendwie Integrationsprobleme und so weiter und so fort. Und ich hatte eben so eine Aversion entwickelt. Und dachte, okay, ich bin nicht nur das, ich möchte nicht nur darauf reduziert werden und deswegen habe ich immer dagegen angekämpft. Aber erst in diesen Jahren oder nach so vielen Jahren wurde mir erst bewusst, dass ich auch einen sehr hohen Preis dafür zahlte, weil ich letztlich ein Stück meiner Identität aufgab, wenn man so will. Und erst 2011 begann ich dann mit dem zweiten Roman, Mein sanfter Zwilling. Das war so eine ganz vorsichtige Annäherung. Es war kein bewusster Vorgang, also mir war das damals nicht bewusst, dass ich das so tat. Es passierte irgendwie sehr leise, unmerklich und dann, nachdem das Buch fertig war, wurde es mir bewusst, ja, welchen Umweg ich wieder genommen hatte, um dann nach so vielen Jahren wieder da anzukommen, wo ich eigentlich losgegangen war. Und dann beim Das achte Leben brachen natürlich so ein bisschen die Dämme. Weil das war dann aber auch eine wirklich sehr bewusste Entscheidung. Und ich habe dann beschlossen, okay, ich werde jetzt anfangen, mich mit meiner Vergangenheit, mit meiner Identität, mit meiner Herkunft zu beschäftigen, und zwar ausschließlich. Und das ist letztlich, ich werde jeden Gedanken daran abstellen, ob das jetzt relevant ist oder ob es jetzt irgendwie jemanden hierzulande interessiert oder ob das eine Berechtigung hat. Und ich begab mich dann sehr, sehr bewusst, also im physischen wie im mentalen Sinne auf diese Odyssee. Ich bin damals eben auch sehr, sehr viel gereist. In diesen 4 Jahren, wo ich an diesem Buch gearbeitet habe und natürlich in den Osten gereist, sehr, sehr viel Russland hauptsächlich, aber auch Georgien. Also ich ging dann halt quasi wieder zurück und merkte, ja, ich fange jetzt an. Also die Sprache letztlich, diese Fremdsprache und das, was ich bin, was ich mitbringe an Inhalten, kann ich jetzt rückblickend sagen, fing bei diesem Buch auf eine Art an, wieder zusammenzukommen. Also, obwohl ich eigentlich zu Beginn so in diesen Beruf geschlittert bin, wenn man so will, oder in diese Kunst, habe ich eben in diesen Jahren, auch im Studium und dann in den ersten Jahren in Deutschland, ist das irgendwie auf so eine schizophrene Art entzweigt. Und meine ersten Texte, auch in der Dramatik, haben einen großen, großen Bogen um Georgien immer gemacht. Und das ist dann nach so vielen Jahren, also dass es so viele Jahre und so viele Umwege gebraucht hat, um dann wieder dahin zu kommen,
Das ist schon irgendwie interessant. Und das wurde mir jetzt auch, als ich die Tage an dem Text schrieb oder darüber nachdachte, was ich heute eben erzählen möchte, wurde mir erst auch noch mal deutlicher bewusst, wie diese Pfade irgendwie sind. Also letztlich auch nicht wirklich greifbar, oder man kann die eben auch nicht immer kontrollieren. Einen letzten Aspekt von der Sprache, den ich auch auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen will, das hatte ich zu Beginn auch so angekündigt, ist auf jeden Fall die sogenannte weibliche Sprache. Also ich weiß es nicht, ob es solch eine Sprache gibt, ehrlich gesagt. Ich habe da ein sehr ambivalentes, sehr skeptisches Gefühl. Ich misstraue diesem Begriff, obwohl ich durchaus einsehe natürlich, dass es Unterschiede gibt zwischen weiblicher und männlicher Literatur, wenn man so will, oder zumindest kann es sie geben, wenn es eine bewusste Entscheidung ist. Seit ich schreibe, schreibe ich überwiegend über Frauen. Ich bin selbst eine, und natürlich ist meine Perspektive eine weibliche. Was sie genau ausmacht oder prägt, das ist ein langes Thema und würde jetzt den hiesigen Rahmen auf jeden Fall sprengen. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Ich habe es einfach getan, weil es natürlich war. Und vielleicht, weil seit ich ein kleines Mädchen war, mir die Welt größtenteils über Bücher erschlossen habe, in denen jedoch selten Frauen vorkamen, die meine Realität, meine Gefühle, meine Gedanken, Probleme abbildeten. Es gab sie, zum Glück gab es sie, angefangen mit Pippi Langstrumpf, ich habe sie geliebt als Kind, oder Anne Frank, die war meine große Heldin der Teenagerzeit, Virginia Woolf, Sylvia Plath, eben Marina Tsvetaeva und. Aber man musste sie schon lange suchen in einem Meer aus dauerwartenden Prinzessinnen, blutrünstigen Königinnen, bösen Stiefmüttern, irgendwelchen Femme Fatales oder Lustobjekten. Dabei war mir diese ganze Sache selbst als junges Mädchen äußerst suspekt, denn in meinem Umfeld gab es zwar auch die eine oder andere Prinzessin und die ewig wartende Liebende, aber die meisten Mädchen oder vor allem Frauen, die ich kannte, waren stark. Sie waren mutig, kämpferisch, selbstständig und voller Kraft. Sie mussten so viel leisten, sie mussten sehr viel improvisieren, sie mussten sehr viele Hürden überwinden und ihren Weg immer wieder die auf ihren Weg immer wieder unzählige gesellschaftliche Normen und Regeln umschiffen, die ausschließlich dafür zu sein schienen, einer Frau vorzuschreiben, was sich für eine Frau gehört oder eben nicht. Denn meine Jugendzeit verlief in einem sehr patriarchalen Land, voller Widersprüche, Umbrüche, Krisen, Probleme, Kriege, gesellschaftliche Erschütterung. Und die Männer damals hatten eben auch stark zu sein und laut, und die mussten über wichtige Themen diskutieren und arbeiten und sich um die Familien kümmern. Aber das mussten Frauen eben alle irgendwie auf eine Art auch. Sie gingen auch arbeiten. Ich meine, wir lebten schließlich im Sozialismus. Und nebenher mussten sie eben auch kochen und putzen und Kinder versorgen und sich um die Eltern kümmern und alles Mögliche. Und mich machte das eben sehr, sehr stutzig, dass die Feststellung, dass die Frauen oftmals eben auch irgendwie auf eine Art so taten, als wären sie schwächer, als sie es in Wirklichkeit waren. Also ich habe immer dieser Behauptung sehr misstraut, oder dieser Illusion, die Frauen eben in so einer als schwachere Geschöpfe oder so zu zeigen. Aber mich irritierte vor allem, dass in der Gesellschaft, zumindest in der ich lebte, die Frauen das auch echt auf eine Art mitmachten. Ich habe das früher auch sehr auf Georgien geschoben, und weil es ein eben sehr widersprüchliches Land ist, mit sehr vielen Dingen, die koexistieren, wo man eigentlich erstmal denkt, wie kann das gehen? Und ich habe echt gedacht, okay, dieses Phänomen ist etwas tatsächlich, was mit meinem Hintergrund zu tun hat. Und dann aber in Deutschland, und mir wurde das Thema einfach erst bewusst durch die Veröffentlichungen und dann auch die professionelle Laufbahn, war ich extrem irritiert, dass es immer wieder betont wurde, dass ich so viele Frauen ins Zentrum rücke, und ich hatte so viele starke Frauen und ein weibliches Narrativ und. Und das war meistens natürlich lobend gemeint, und ich freute mich auch darüber, aber es hatte immer auch einen merkwürdigen Beigeschmack für mich, weil es betont ja immer wieder eine Besonderheit einer Tatsache. Und den Höhepunkt dieser mantraartigen Bemerkungen erfuhr ich dann tatsächlich beim achten Leben oder nach dem achten Leben. Und ich meine, diese Familie, von der das Buch handelt, ist nun mal sehr frauenlastig. Demnach kommen da auch sehr viele Frauen vor.
Und ich wollte auch eben über Frauen schreiben. Ich wollte eben die Geschichte vom Rand aus erzählen, in direkter und übertragener Hinsicht. Und dass es aber so derartig immer betont werden würde, das war mir irgendwie nicht klar. Und ich hatte ja nicht vor, irgendeine Frauenquote zu etablieren. Also mir ging es ja nicht irgendwie darum, Aufmerksamkeit dadurch zu erlangen. Ich schrieb über Frauen, weil ich eben selbst eine bin. Und das natürlich irgendwie naheliegend ist. Und ich wollte eben auch ganz klar diese politische Geschichte und aus der Sicht der Frauen oder der Peripherie, wenn man so will, erzählen und nicht der klassisch Männer, also in dem Fall zum Beispiel jetzt Krieg, von den Männern, die auf den Schlachtfeldern kämpfen, sondern eben Frauen, die auch diesen Krieg über sich ergehen lassen müssen, aber eben halt vom Rande aus. Und diese konstante Betonung, das machte mich dann irgendwie sehr stutzig. Ich fing dann an, sehr viel über diese Frage nachzudenken. Und also ich habe darauf auch bis heute keine Antwort, was es denn ist, was es denn heißt, diese weibliche Sprache und was ist dann dieser Narrativ und was macht es aus. Und aber ich merke, dass mich das aufregt, dass man. Als wären Frauen immer so eine externe Gattung, als würden sie nicht zur Gattung Mensch dazugehören. Weil für mich sind Frauen halt genau, und auch dieses starke Frauen, ja, was beinhaltet das? Es heißt, dass per se Frauen schwächer sind und wenn ich dann halt die nicht schwach zeige, ist das halt was Besonderes. Aber für mich ist es einfach nicht so. Ich bin vielleicht auch irgendwie so nicht groß geworden. Also ich war umgeben von solchen Frauen und ich finde die genauso stark oder genauso klug oder genauso schwach oder genauso ätzend und grausam und ängstlich und mutig und falsch und verlogen und wunderbar und, wie letztlich Männer. Es ist halt nur anders oder die sind nur anders. Und ich wünsche mir, also ich merke, dass ich, wenn ich darüber nachdenke, mir halt, vielleicht ist es utopisch, aber ich würde mir wünschen, dass halt das nicht immer so betont werden muss in Zukunft, dass es halt normal ist, und dass keiner sich darüber noch aufregt oder wundert oder das auch nicht einmal lobend erwähnen muss, weil ja. Ich glaube, dass diese meisten weiblichen Zuschreibungen, von der die Literatur, also was Frauen betrifft, so voll ist, die sind natürlich durch den männlichen Blick geprägt, weil es nun mal einfach 100.000 Millionen mal mehr männliche Autoren gibt und gab als Frauen. Und die weiblichen erst, ja, sagen wir mal, 100, 200 Jahre, wo das so peu à peu anfängt, dass überhaupt irgendwie weibliche Stimmen dazu kamen oder zu hören wurden, dass man sie überhaupt zu hören bekam. Und ich glaube, die müssen vielleicht immer lauter und immer mehr werden und immer letztlich auch diverser, dass es eben nicht einer eigenen Gattung bedarf und dass man halt dieses weibliche Narrativ nicht als solches betonen muss. Das war mir auf jeden Fall noch ein Anliegen, was ich unbedingt, wenn man über die Sprache spricht, nicht unerwähnt lassen wollte. Zum Abschluss, weil es ist sicherlich anstrengend, das so in der Form online zu hören und ich will nicht zu sehr ausschweifen, als so ein kleiner Epilog, da hat mir meine Tochter nämlich vor ein paar Tagen ein Geschenk, wenn man so will, gemacht. Und das passte, weil ich in den Tagen auch sehr viel über die Sprache nachgedacht habe. Und sie hat mir was gezeigt oder auf etwas aufmerksam gemacht, was letztlich auch sehr viel über mich oder meinen Ansatz letztlich verrät. Und das möchte ich jetzt noch abschließend erzählen. Und zwar, sie fragte mich neulich, sie ist 5 und sie wächst zweisprachig auf. Und sie fragte mich, und manchmal kombiniert sie deutsche, georgische oder mischt bestimmte Wörter. Und neulich sagte sie über eine Nachbarin oder fragte mich, sie wollte wissen, ob sie zwei Seelen habe. Und ich war sehr irritiert, weil ich erst überhaupt nicht verstand, was sie meinte. Und dann fragte ich nochmal nach und merkte, ah, okay, sie fragt was wegen, weil die Nachbarin ist schwanger, also sie hat einen großen Bauch und ich merkte, okay, das geht darum. Aber es hat trotzdem noch eine Weile gedauert, bis ich
verstanden habe, was sie gemacht hat. Sie hat nämlich das georgische Wort für schwanger, nämlich Ursuli, was wörtlich übersetzt zwei Seelen bedeutet, ins Deutsche übersetzt. Und ich habe schon sehr lange aufgehört, über solche Eigenheiten natürlich in der eigenen Muttersprache zu staunen, oder sie fallen einem einfach schon lange nicht mehr auf, weil das ist irgendwie so automatisiert. Aber als sie das ins Deutsche übertrug, wurde mir erst die Schönheit oder auch letztlich die Poesie dieses Wortes klar. Und ich merkte, irgendwas daran rührt mich, weil sie verriet mir halt durch diesen Vorgang letztlich etwas Wesentliches über die Sprache und vielleicht auch über mich selbst als Autorin. Denn genau diese Übersetzung und dieser Transfer, oder ja, von dem ich vorhin auch sprach, ist vielleicht genau das, worauf es mir beim Schreiben ankommt, was mich beflügelt und was mich interessiert. Weil genau, Worte, bloße Worte, die wir jeden Tag benutzen, können einfach durch eine zufällige oder veränderte Anordnung, Zusammensetzung und ungeahnte Kombination eine unglaubliche Kraft und eine sehr große Schönheit entfalten. Sie können einen zum Lachen bringen oder eben auch zu Tränen bewegen. Sie sind die einzigen, die sich auf eine Art nicht abnutzen. Im Gegenteil, alles und alles, ja, ich meine, auch wir Menschen nutzen uns ab. Aber die Worte sind halt wirklich wie so wahre Phönixe, wenn man will. Sie können immer wieder neu entstehen und eine ganz neue, ja, ganz neue Welten letztlich entfalten. Also meine Tochter übersetzte ein Wort aus einer Sprache in die andere. Hätte sie das Wort im Georgischen gelassen, wäre es eine gewöhnliche Frage. Ist die Frau schwanger? Im Deutschen ergab ihre Frage aber eine ganz andere Dimension. Sie wurde nahezu philosophisch, ganz zu schweigen von der Poesie. Und das ist vielleicht neben den vielen oben aufgezählten Gründen wahrscheinlich der wichtigste Grund, warum ich beschlossen habe, mit Hilfe einer Fremdsprache letztlich ja, meine eigene zu finden. So viel zum Thema Sprache. Und ja, vielen Dank.